Jurassic Park ist durch Jurassic World ein neues Zeitalter, gerade auch hier auf YouTube wieder in aller Munde. Passend dazu hat Panini Comics das neue Standardwerk Jurassic Park, das ultimative Kompendium von James Mottram ins Deutsche übersetzt. Panini hat mir das Buch für dieses Video zur Verfügung gestellt, danke dafür an Panini Comics. Dieses Hardcover gebundene Buch zeigt auf der Titelseite eine Konzeptzeichnung von Jurassic Park von David Negron und umfasst insgesamt 255 Seiten und ist prall gefüllt mit spannenden Hintergrundinformationen rund um die Produktion der ersten drei Jurassic Park Filme. Das Buch beinhaltet vier große Kapitel mit einem Vorwort von Dr. Alan Grant Darsteller Sam Neill und der Einleitung in das erste Kapitel von Laura Dern alias Dr. Ellie Sattler. Das erste Kapitel, welches 115 Seiten umfasst, beschäftigt sich ausschließlich mit der Entstehungsgeschichte und der Produktion vom ersten Teil der Jurassic Park Serie. Der Autor James Mottram nutzt für dieses Werk über 140 Quellen und schafft somit das bisher umfassendste Werk zu den Jurassic Park Filmen. Er beschreibt nicht nur die Entstehung des Buches, welches von Michael Crichton verfasst wurde, sondern auch wie Steven Spielberg sich schon vor der Veröffentlichung die Rechte für einen Film sicherte. Auch die Produktion wird sehr detailliert begleitet und führt spannende Details zutage. Wusstet ihr beispielsweise, dass die Dinosaurier im ersten Film so viel Budget bei der Produktion verschlungen haben, dass man bei der Auswahl der Schauspieler den Rotstift ansetzen musste? Mit anderen Worten, man musste bei den Schauspielern sparen. Oder wusstet ihr, dass die Rolle des Dr. Alan Grant erst Harrison Ford, auch bekannt als Indiana Jones oder Han Solo, angeboten wurde? Oder erinnert ihr euch an die Szene, in der die Raptoren mit einem Rind gefüttert wurden? Um weitere Kosten zu sparen, entschied man sich dafür, die Raptoren bewusst nicht zu zeigen und steigerte somit noch die Spannung bzw. beflügelte die Fantasie des Zuschauers. Echt interessant. Neben der sehr guten Druckqualität und dem hochwertigen Papier sind im Buch insgesamt über 18 Gimmicks für die Fans wie ein Aufkleberbogen, Storyboards oder das Cover von Dr. Alan Grants Bestsellerbuches Dinosaurierdetektive mit eingeklebt. Eingeklebt? Ja, eingeklebt. Allerdings mit einem ablösbaren Kleber, wie es häufig bei Beigaben im Zeitschriftenhandel zum Einsatz kommt, welcher sich jedoch rückstandslos entfernen lässt. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Nachfolger von Jurassic Park, die Vergessene Welt. Auch wenn die Seitenanzahl deutlich geringer als beim ersten Kapitel ist, werden hier wieder tiefe Einblicke in die Produktion des zweiten Films gezeigt. Besonders gut gefällt mir, dass die Konzeptzeichnungen der Fahrzeuge der Engine Hunter, welche von John Bell gezeichnet wurden, sehr großformatig und in guter Auflösung gedruckt sind. Eine der ikonischsten Szenen in The Lost World ist ja der Angriff der Tyrannosaurier auf den Forschungstrailer. Die Szene ist sehr komplex und wurde daher gleich auf mehreren Bühnen in den Universal Studios gedreht. Auf einer Bühne wurden beispielsweise die beiden Tyrannosaurier, die von Stan Winston wieder gefertigt wurden, auf Schienen befestigt, um sie bewegen zu können. Das hat man vom ersten Teil gelernt, weil hier Rexy in Jurassic Park nur auf einer einzigen Stelle stehen konnte und damit das Ganze sehr steif war. Auch interessant ist, wie es umgesetzt wurde, als Ian, Sarah und Nick am Seil im Inneren des Trailers hängen. Diese Szene wurde nämlich an der Außenfassade eines Parkhauses gedreht, weil im Studioinneren der Universal Studios einfach zu wenig Platz war. Eine wirklich atemberaubende Szene im zweiten Teil ist ja, als die Jäger auf die Velociraptoren im Gras treffen. Passend dazu liegt in dem Buch ein Auszug aus dem Storyboard bei, der die Szene Bild für Bild zeigt. Einfach fantastisch. Im dritten Kapitel bekommen wir erstmals in Buchform Einblicke in die Produktion von Jurassic Park 3. Darauf habe ich mich wirklich besonders gefreut, da ich ein absoluter Jurassic Park 3 Fan bin. Leider ist das Kapitel sehr kurz, was es aber für mich nicht weniger wertvoll macht. Der Autor beschreibt, mit welchen Schwierigkeiten das Drehteam während der Produktion zu kämpfen hatte, weil sich bis zum Schluss das Drehbuch immer wieder geändert hat. Die Filmcrew von Jurassic Park 3 scherzte untereinander damit, dass es zum Abschluss der Dreharbeiten ein Geschenk in Form des fertigen Drehbuches geben würde.
In der ursprünglichen Fassung war beispielsweise eine Szene enthalten, in dem die Gruppe auf Motorrädern und Quads vor den Raptoren fliehen sollten, welche aber wieder verworfen wurde. Na und, kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ich sag nur Jurassic World Dominion. Kleine Anmerkung am Rande. Der Nachweis für die gestrichene Szene ist der Dr. Alan Grant auf dem Motorrad in der Jurassic Park 3 Toyline von Hasbro. Die Spielzeuge werden ja in der Regel vor oder während der Produktion zum Film gefertigt und das zeigt uns, dass diese Szene wirklich im Film ursprünglich enthalten sein sollte. Besonders spannend ist für mich auch die Einrichtung des Dschungelsets im Studio 12 der Universal Studios. Durch eine gezielte Beleuchtung wurde das Studio optisch vergrößert, obwohl das Studio gerade mal 30 Meter tief ist. In Studio 12 wurden übrigens auch die Szene mit dem Spinosaurus und dem T-Rex gedreht, der wieder als lebensgroße Animatronic von Stan Winston Studio gebaut wurde. Sehr interessant ist auch der Flugzeugabsturz, der beispielsweise mit einem verkleinerten Modell gedreht wurde, welches auf einem Schienensystem durch einen kleinen Wald regelrecht geschossen wurde. Im letzten Kapitel des Buches wird ein kleiner Einblick in das Merchandise und den Comics zu den Filmen gegeben. Auch die Fahrattraktion von Jurassic Park The Ride, die ja leider mittlerweile nicht mehr existiert, und die Spielzeuge von Kenner sowie Hasbro werden separat beleuchtet. Und natürlich auch die Spielekonsolen affinen Fans bekommen einen kleinen Einblick in die Jurassic Park Pixelwelt. Besonders gefällt mir natürlich der Teil mit den Figuren, in dem beispielsweise erklärt wird, dass man die Lizenz für die Spielzeuge neben Kenner auch Mattel angeboten hat. Mattel zögerte aber und zweifelte an dem Erfolg der Spielzeugserie, da es ja bereits viele Dinosaurier-Spielzeuge im Handel gab, und lehnte daher ab. Kenner übernahm die Lizenz und führte das legendäre Jurassic Park Logo als unverwechselbares Echtheitsmerkmal für die Jurassic Park Spielzeuge ein. Das Nachwort im Buch wurde von unserem geliebten Chaos-Theoretiker-Darsteller Jeff Goldblum geschrieben und rundet dieses einmalige Jurassic Park Kunstwerk ab. Das Buch bekommt ihr für 49 Euro im Buchhandel oder auch direkt bei paninicomics.de. Die Links dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich persönlich habe mich auf dieses Buch sehr gefreut und wurde absolut nicht enttäuscht. Gerade die vielen Beigaben im Buch und auch die hohe Druckqualität sowie die vielen hochauflösenden Bilder machen dieses Werk zu einer regelrechten Pflichtlektüre für jeden Jurassic Park Fan. Wenn du eher auf Jurassic World stehst, dann kannst du dir schon mal den September 2022 rot einrahmen, denn zu Jurassic World soll es ebenfalls so ein Kompendium geben, welches dann wieder über die kompletten drei Filme berichtet. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dinosaurs, Toys and Merchandise. Macht's gut, bis bald, euer Patrick. Tschüss!